Impulse geben. Genau das möchte Professor Dr. Josef Rosenkranz, der Prorektor für Studium und Lehre an der FH Aachen, mit dem Tag der Lehre erreichen. Beim ersten Tag der Lehre ging es vor allem um die Digitalisierung. Nun, beim zweiten Tag der Lehre lag der Schwerpunkt auf dem Thema Hochschuldidaktik in der Entwicklung. Wir müssen uns verändern, wir müssen reagieren auf Entwicklungen und wir haben einen thematischen Bogen zwischen dem ersten Tag der Lehre, wo wir über E-Learning gesprochen haben, und heute dem zweiten Tag der Lehre, wo nicht ganz zufällig die Hochschuldidaktik in den Vordergrund gerückt wird, weil natürlich Hochschuldidaktik in diesen Veränderungsprozessen eine Rolle haben kann, eine Rolle hat, und die wollen wir heute natürlich ein bisschen genauer beleuchten. Wie kann Hochschuldidaktik die Lehre unterstützen? Und wie sieht eine zielgruppengerechte Hochschuldidaktik aus? Darüber diskutierten Lehrende, Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FH Aachen. Denn eine gute Lehre sei das Kerngeschäft der Hochschule, sagt FH-Rektor Prof. Dr. Markus Baumann. Neben den FH-Dozenten Prof. Dr. Alexander Ferrein und Fachlehrer Georg Wählich lieferten auch externe Referenten Diskussionsmaterial. Über die Digitalisierung und Kompetenzänderung sprach Prof. Dr. Frank Dellmann von der FH Münster. Prof. Dr. Rolf Schulmeister von der Universität Hamburg hielt einen Vortrag zum Thema Schritte zur Förderung selbstbestimmten Lernens, Erkenntnisse und Aufgaben der Hochschuldidaktik. Zeit und Raum für Diskussion und Austausch wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Hauptgebäude der Hochschule ebenfalls geboten. Einige offene Fragen und Ideen besprachen Lehrende sowie der ehemalige AStA-Vorsitzende Paul Baumann vor Publikum bei einer Podiumsdiskussion. Am Ende des Tages sprachen Prof. Dr. Michael Heger und Prof. Dr. Miriam Barnard über hochschuldidaktische Qualitätsentwicklung. Prof. Heger war seit dem 1. Oktober 1998 an der FH Aachen angestellt. Seit 2007 war er Geschäftsführer des Zentrums für Hochschuldidaktik und Qualitätsentwicklung und gilt als einer der führenden Hochschuldidaktiker in NRW. Außerdem lehrte er am Fachbereich Bauingenieurwesen, soziale Kompetenz und Kommunikation. Im Anschluss an den Tag der Lehre wurde er von Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Professor Barnard wird seine Nachfolge antreten. Die Videos zum ersten Tag der Lehre finden Sie in unserer Playlist.